Ausflug wird Ihnen präsentiert von Turbo. Eines der eindrücklichsten Kulturdenkmale im Kanton Thurgau schreibt seine Gründung im Jahr 1138. Seither schmückt das Benediktinerkloster Fischingen seine Region als imposantes Bauwerk und ist ein Ort für Begegnungen. Herzlich willkommen beim Top-Ausflug. Ja, seit der Gründung 1138 vergehen fast 900 Jahre. Was ist noch so erhalten aus dieser Zeit? Kann man das überhaupt sagen? Ja, da im Innenhof des Kloster Fischingen sieht man noch die letzten 450 Jahre bauliche Entwicklung. Es ist da auf dieser Seite bei der Kirche der sogenannte Brunnerbau im Westflügel 1577, also kann man sagen rund 450 Jahre, praktisch original vorhandene Bausubstanz. Gehört denkmalpflegerisch zu den wertvollsten Bauten weit umeinander. Und dann anschliessend hat man das Kloster vergrössert, den sogenannten Brunschweilerbau. Und dann, da hinter mir, sind die jüngsten Bauten vom Kloster Fischingen aus der Mitte des 18. Jahrhunderts, aus der Barockzeit. Gross und mächtig. Und man hat eigentlich im Sinn gehabt, auch den Westflügel dann noch so gross und mächtig zu machen, aber mangels Geld sind halt dann die noch im Süden und da im Osten geblieben. Zwischen dem alten Kloster und dem neuen Kloster war dann aber da eine Lücke gewesen. Und die hat man um 1800 rum mit so einem Verbindungsbau gefüllt. Und so ist der Innenhof ein geschlossener Raum unter freiem Himmel. Und wenn wir Seminargäste hier haben, nutzen die den auch ganz gerne so als grössten Seminarraum unter freiem Himmel. Das klingt schon mal sehr interessant. Ich bin gespannt auf die historische Vielfalt von dem Kloster. Wenn man jetzt zurückschaut auf die Entstehung des Klosters Fischingen, wie hat denn das damals alles angefangen? Ja, hier im Wappenzimmer des Klosters Fischingen ist die Geschichte erzählt, vom Ursprung bis zur Aufhebung des Klosters, anhand der Wappen der Abt. Es fängt an mit dem Abt Gebino und dann geht es über alle Jahrhunderte. Bis zur Aufhebung des Klosters 1848 sind alle Wappen von allen Abten da. Der wichtigste, jetzt aus der heutigen Perspektive, ist hier der Niklaus Degen mit den beiden gekreuzten Degen, wo eben die Bauten in der Barockzeit, wo wir jetzt drin sind, hinterlassen hat. Es ist ein repräsentativer Raum der Fischinger Abt, wo sie ihre wichtigen Gäste empfangen haben. Heute ist der Raum Ziviltrauungslokal, offizielles Ziviltrauungslokal. Und es ist für mich eindrücklich, wie viele junge Leute dass die Vergangenheit von dem Kloster Fischingen mitnehmen, quasi ihre gemeinsame Zukunft. Wir sind hier im Archiv des Klosters Fischingen. An der Decke ist das Einflussgebiet des Klosters Fischingen dargestellt mit den Wappen von den Herrschaften, die dazugehört haben. Eher eine ärmliche Bevölkerung, eine bäuerliche Bevölkerung. Und der Abt hat mit jedem von diesen Bauern einen Zinsvertrag gehabt, oder heute würde man sagen einen Pachtvertrag, der geregelt war. Und in diesen Schubladen sind alle die Zinsbriefe versorgt gewesen. Und außerdem ist wunderbar angeschrieben, was drin hat. Wir sind jetzt
in einem der Prachtsräume des Klosters Vischingen, in der Bibliothek. In der Bibliothek führen wir unsere Konzerte im Rahmen des Programms Kulturkloster Vischingen durch. Und nebst dem Konzertbetrieb, den wir hier haben, nutzen wir die Bibliothek auch für grosse Versammlungen, Seminare, Tagungen. Und es ist der zweite Raum, wo Ziviltrauungen stattfinden. Und die Leute, die hier oben sich ziviltrauen lassen, die nehmen in der Regel ihre ganze Hochzeitsgesellschaft mit zur Ziviltrauung. Der Raum sieht jetzt nicht unbedingt nach Kloster aus. Also was wird das genutzt? Unser Motto ist eigentlich, das Denkmal, das Bundesdenkmal zu nutzen, zu beleben. Und darum nutzen wir den Ostflügel als Hotel mit Spezialgebiet Seminarhotel. Und das ist einer von unseren schönsten Räumen mit Stuckaturen, die in ganz Europa bekannt sind, weil sie einfach einen hohen künstlerischen Wert haben. Bei Ihnen leben noch vier Benediktiner hier im Kloster Vischingen. Wie sieht das Leben von einem Mönch hier aus? Das Leben richtet sich nach der Tradition des Ordens. Und das steht unter dem Titel Ora et Labora, Bete und Arbeite. Und da oben im oberen Chor von der Kirche Vischingen ist der Ort des Gebets. Man sieht es am Chorgestuhl an. Jeder Mönch hat hier seinen Platz. Es fängt am Morgen um 5:30 an mit dem ersten. Dann um 7 Uhr kommt Mess, um 11:45 Uhr Mittagsgebet, 17:45 Uhr Abendgebet und um 7:30 Uhr das Nachtgebet. Und zwischen ihnen hat jeder seine Aufgaben zu erfüllen. Der eine ist Pfarrer, der andere arbeitet in der Küche, einer ist in der Werkstatt. Unsere Klosterführungen, die führen natürlich alle in diesen wunderbaren Raum. Es hat auch eine ganz schöne Decke. Und die Stimme der Kirche, die Eichgasser-Orgel hier im Hintergrund, ist natürlich sehr begehrt auf Führungen, häufig mit einem kurzen oder längeren Orgelkonzert verbunden, sodass die Leute die Kirche auch akustisch erleben. Welche Bedeutung hat der Ort, wo wir hier sitzen? Die heilige Ita, das ist ihr Grab hier, ist Beschützerin vom Dorf und ist berühmt worden als Frau, die den Leuten in Not helfen konnte. Ja, wir haben viel Historisches über das Kloster Vischingen erfahren, wir haben die ganzen Räumlichkeiten gesehen. Für was steht denn ein Kloster heute? Wir führen hier einen Gastronomiebetrieb. Ein Hotelbetrieb. Kloster Vischingen steht für Wallfahrts- und Pilgerort. Wir sind eine wichtige Station am Weg von Konstanz auf Einsiedeln. Wir haben eine kleine Schreinerei, die eine grosse Produktepalette im Schreinerhandwerk anbietet, vorwiegend mit einheimischem Holz. Und seit 5 Jahren haben wir auch die Brauerei Kloster Vischingen bei uns. Und ist auch ein Betrieb, der sehr viele Leute hierher bringt, weil Bierkultur natürlich etwas ist, das mit Klosterkultur viel zu tun hat. Und die Brauerei ist sehr innovativ. Verschiedene grosse Produktepaletten, die einen Haufen Überraschungen bieten für Biertrinker. Was wir jetzt heute zusammen gesehen haben, können Sie in Form von einer Führung erleben, zusammengefasst in der Bewertung. 4 Sterne gibt es in der Kategorie Anreise. Vischingen liegt im Kanton Thurgau an der A1 auf halber Strecke zwischen Winterthur und St. Gallen. Kostenfreie Parkplätze stehen Ihnen direkt vor dem Eingang zur Verfügung und die Bushaltestelle Vischingen Kloster liegt ebenfalls unmittelbar vor dem Gebäude. 3 Sterne gibt es in der Kategorie Preis-Leistung. Zu den Öffnungszeiten werden Sie von den Mitarbeitern am Kloster Vischingen sehr freundlich und offen empfangen. Führungen oder einen begleiteten Rundgang sind auf Voranmeldung möglich. 4 Sterne gibt es in der Kategorie Erlebnis. Bei einem weitläufigen und sehr eindrücklichen Rundgang durch das Klostergebäude erfahren Sie spannende Geschichten aus der vergangenen Zeit. Ein Blick in die Klosterkirche oder durch den hübschen Gartenschlender gehört ebenfalls dazu. Ein Ort zum Geniessen, Verweilen und Kraft tanken. Ja, mit diesen Eindrücken aus dem Kloster Vischingen verabschiede ich mich von Ihnen, bedanke mich für das Interesse und wünsche weiterhin noch ganz ein schönes Wochenende.
Ausflug ist Ihnen präsentiert worden von Turbo.